Hallo Leute und willkommen auf diesem Kanal. Das soll jetzt eine kurze Einführung sein, was ich auf diesem Kanal möchte und wie das hier alles aussehen wird. Der Titel sagt ja schon einiges. The Bible in a Year auf Deutsch. The Bible in a Year ist gerade ein Projekt von Ascension Presents. Das ist ein Podcast, dieses Projekt, und wird von Father Mike Schmitz begleitet sozusagen, also er führt einen durch den Podcast durch. Und Jeff Cavins ist auch noch mit dabei. Er gibt immer mal wieder theoretische Inputs. Er ist auch derjenige, der diesen Bibelleseplan, wie soll ich sagen, erfunden oder geschrieben hat. Das ist nämlich The Great Adventure Bible Timeline. Und das ist auch das, woran ich mich richten möchte. Also ich habe mit einer Gruppe angefangen, auch die Bibel in einem Jahr zu lesen. Und es ist aber ja nur auf Englisch. Und da dachte ich mir, es wäre doch ganz gut, wenn man da auch quasi das Äquivalent auf Deutsch hätte. Und für mich ist es auch so, dass wenn ich halt anfange vorzulesen, dann schaffe ich das vielleicht sogar, das halt durchzuhalten, weil ich dann irgendwie eben, ich weiß nicht, das macht einfach irgendwie mehr Spaß, es laut vorzulesen. Und wenn dann andere Leute noch was davon haben, dann fühlt man sich auch irgendwie mehr verpflichtet und das brauche ich, um Sachen durchzuziehen. Und ich habe es erst so ein bisschen für mich aufgenommen, aber dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht öffentlich machen? Dann haben irgendwie mehr Leute was davon. Und deswegen veröffentliche ich jetzt die Tage eben auf dem Kanal. Ich möchte nur kurz vorneweg sagen, es ist jetzt keine qualitative Meisterleistung. Ich nehme das einfach mit meinem Handy auf, das schon sehr alt ist und die Audioqualität lässt sich anhören, aber also ist jetzt einfach nicht bombastisch Studio aufgebaut oder sonst irgendwas. Ich werde auch so kleine Versprecherleinen nicht rausschneiden, sondern lasse das alles drinnen. Das ist einfach irgendwie zu viel Arbeit für so ein Projekt und dann ist es irgendwie eher eine höhere Hemmschwelle, das wirklich durchzuziehen und darum wird es einfach so hochgeladen, wie es ist. Ich werde am Anfang immer ein Gebet sprechen, das ist von oder nach dem heiligen Thomas von Aquin und soll ja einfach einstimmen für ein Bibelstudium. Also es ist generell für Studium von verschiedenen Dingen, aber ich benutze es halt gerne, um es, bevor ich in die Bibel einsteige, halt zu beten. Und da ist der Text eingeblendet und ansonsten suche ich mir immer nur ein Bild raus, das halt irgendwie zum Text passt, der gerade gelesen wird. Und sonst werde ich da jetzt nicht irgendwie, ich hatte mir überlegt, den Text irgendwie einzublenden, aber ja, das ist einfach so viel Arbeit, dass ich weiß, dass ich es dann halt nicht längerfristig mache, weil man dann immer eben nochmal Zusatzarbeit hat. Genau, also so, dass ihr halt einfach wisst, was euch erwartet. Ich werde auch keine Interpretation von den Bibelstellen geben. Da fühle ich mich gar nicht dazu in der Lage. Das überlasse ich den Profis, den Theologen. Da könnt ihr dann einfach in den Original-Podcast reinhören, wenn euch sowas interessiert. Da gibt es nach dem Bibellesen auch immer noch eine Interpretation. Ist halt dann auf Englisch, aber ich denke, es ist ganz gut verständlich. Also es gibt zwar so ein bisschen so einen Bibelfachjargon sozusagen, da muss man vielleicht ein bisschen, ja, also es ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, es ist doch relativ gut verständlich. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich es eben auf Deutsch machen wollte, weil man kann sich zwar auf Englisch anhören und versteht auch so grob, worum es geht, aber manche Wörter sind halt dann doch etwas unverständlich, weil die Bibel ja auch irgendwie so einen eigenen Wortschatz hat. Ich habe hier die Einheitsübersetzung, das ist eine Ausgabe von 2015, aus der werde ich vorlesen, also das halt eben als Hintergrund für euch, wenn ihr da mitlesen wollt. Und es wird eben von Ascension Presents die The Great Adventure Bible Timeline benutzt. Ich habe die hier auch ausgedruckt. Die kann man eben auf der Webseite einfach einsehen. Das ist unten in der Infobox verlinkt und auch am Kanalbanner habt ihr den Original-Podcast und die Webseite von Ascension. Und das sieht einfach so aus, dass hier eingeteilt ist nach jedem Tag. Einmal gibt es die Hauptbücher und dann die zusätzlichen
Schriftteile sozusagen, die mitgelesen werden. Und ja, das dazu. Dann wollte ich einfach noch mal kurz mit euch teilen, wie mein Projekt aussieht und vielleicht ein paar Tipps, wie ihr das vielleicht in euren Alltag mit integrieren könnt. Also, ich bin jetzt gerade hier an Tag 3 und so weit bin ich bis jetzt gekommen. Ich habe mir da so kleine Marker reingemacht, dass ich weiß, wo ich ungefähr bin. Man kann die zwar auch halt kaufen, ist halt aus den USA und ja, ich wollte, ja, so ist es einmal teuer, dann halt noch Versandkosten und keine Ahnung, also das war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Ich habe hier noch einen Marker bei den Psalmen hingemacht, weil ja, an den ersten paar Tagen eben Psalmen gelesen wird. Genau, also das habe ich zum Beispiel schon mal als Hilfe reingemacht. Das könnt ihr ja gerade gar nicht sehen. Also hier habe ich den aktuellen Stand und die Psalmen. Genau, also ich habe mit einer Gruppe eben gerade angefangen, die Bibel auch in einem Jahr zu lesen. Wir haben im ersten, zweiten angefangen und werden uns eben durchhangeln. Es ist ein Vorteil, wenn man halt eine Gruppe hat, weil man sich da ein bisschen unterstützen kann. Wir treffen uns alle paar Wochen oder Tage mal, um eben zu überprüfen, wer wo ist und wie es klappt, ob man das halt durchgezogen hat, und man kann sich dann ein bisschen unterstützen, auch vielleicht im Gebet. Und das ist vielleicht dann etwas leichter, das durchzuziehen. Ich habe es letztes Jahr schon mal alleine versucht, auch mit einem anderen Bibelleseplan, und ich habe ungefähr 1,5 Monate durchgehalten. Dann war es schon wieder vorbei. Und ich hoffe, dass es jetzt dadurch, dass wir eben eine Gruppe sind, länger anhält. Und genau, also das kann ich euch nur empfehlen, sich Leute zu suchen, mit denen man sowas zusammen macht. Ich wollte eigentlich eben diese Aufnahme nur machen, damit ich halt den Leuten das schicken kann. Wie ich schon sagte, dachte ich mir, es ist aber bestimmt nicht schlecht, das einfach öffentlich zu machen. Aber genau, es ist eigentlich eben für meine Gruppe gedacht. Und ich habe mit denen auch ein paar Tipps geteilt. Also das Lesen an sich dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten, je nach Tag. Und was auch sehr hilfreich ist, ist, sich halt einen Zeitslot im Tag freizuhalten zum Bibellesen. Weil wenn man sich das einfach nur vornimmt, dann schiebt man es immer weiter raus, bis es halt kurz vor Mitternacht ist oder schon zu spät. Darum ist es sinnvoll, sich da wirklich einen Zeitpunkt festzulegen. Man kann auch den Ort, an dem man liest, vielleicht schön gestalten, eine Kerze anzünden oder zum Beispiel vor einem Kreuz oder wenn man in die Kirche geht. Die Kirchen sind ja momentan offen, also man kann die Bibel mit in die Kirche nehmen oder vor oder nach der Messe oder bei einer Anbetung. Da bietet sich das auch an, wenn man da nicht immer die Bibel mitschleppen möchte. Es gibt auch Bibel-Apps. Also es gibt einfach eine App, die heißt die Bibel und dann in Klammern EÜ, also Einheitsübersetzung. Ich habe versucht mal ein bisschen auszuprobieren, wie handlich die ist. Ich hatte so das Gefühl, die ist irgendwie ein bisschen schwieriger zu bedienen. Es gibt dann, glaube ich, noch eine App, die heißt YouBible. Da ist allerdings keine Einheitsübersetzung dabei. Die ist allerdings im Gegensatz dazu dann halt irgendwie ein bisschen besser zu bedienen. Also wenn ihr da vielleicht noch andere Tipps habt, dann könnt ihr das gerne mal schreiben. Es gibt auch eine Webseite. Der Bibelserver, glaube ich, heißt die, und da gibt es auch eine Einheitsübersetzung. Und da kann man dann auch eben nach Stichworten suchen, wenn man das mal nötig hätte. Also das kann ich euch auch empfehlen. Also der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall, sich eben einen festen Termin zu setzen. Und ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, und dieses Gesprochene, was ich jetzt hochlade, immer die Audioversionen sozusagen. Die sollen eben auch eine Hilfe sein, wenn man an einem Tag eben mal nicht lesen kann, dass man sich dann einfach anhören kann. Oder man kann es ja auch anhören und mitlesen sozusagen. Das ist auch manchmal einfach hilfreich, wenn man es hört.
Und ansonsten kann man es auch nur anhören. Also es ist ja auch eine Option. In unserer Gruppe haben wir uns dazu entschieden, die Bibel eben wirklich zu lesen. Auch eben aus dem Grund, weil es ja noch keine Audioversion auf Deutsch gibt. Und man irgendwie durchs Lesen manchmal ja doch mehr aufnimmt. Und ja, also die Audioversion ist in dem Sinne auch vorteilhaft, weil man es halt einfach nochmal im Nachhinein nochmal einige Stücke hintereinander sozusagen anhören kann. Oder man kann eben an einem Tag auch gleich mal einige Episoden sozusagen hören und die Geschwindigkeit auch hochstellen, dann ist man schneller durch. Ja, also das soll einfach irgendwie nur so eine Anregung, eine Hilfe sein. Was ihr damit macht, ist ganz euch überlassen. Ich habe jetzt einfach das mit euch geteilt, ja, was mir schon so die Erfahrung gesagt hat sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass sich ein paar mit mir auf die Reise begeben, beziehungsweise mit der großen, sage ich mal, englischsprachigen Gemeinschaft, oder es ist bestimmt auch ein internationales Publikum. Also Englisch ist ja sehr, sehr universell sozusagen. Und ich wollte eben ja, das einfach mal ins Deutsche übertragen. Genau. Also ich freue mich, wenn es vielleicht eine kleine Community sozusagen geben wird. Ich habe ja meine eigene Gruppe und ich hoffe, dass es vielleicht für meine kleine Gruppe auch schon eine Hilfe ist, wenn ich eben das vertone. Und ja, noch ein ganz kurzer Punkt. Es geht auf diesem Kanal nicht um mich, deswegen zeige ich mein Gesicht nicht, sondern es geht um die Bibel bzw. um Gott und die Begegnung in der Schrift mit ihm. Und ich bin auch nicht der Initiator davon, sondern das ist eben durch Ascension Presents bzw. Father Mike Schmitz. Und da möchte ich auch den Credit dazu geben. Also die sind halt auch in der Kanalbeschreibung und überall verlinkt. Also das ist jetzt keine Erfindung von mir. Ich meine, die Bibel sowieso nicht, aber auch dieses Format hier ist keine Erfindung von mir. Genau, deswegen wird es wahrscheinlich das einzige Video sein, in dem ich ein bisschen was erkläre. Und sonst gibt es einfach wirklich nur die Episoden mit dem Gebet am Anfang und den Bibelstellen, die an dem Tag gelesen werden. Eine echte Bibel ist vielleicht sogar manchmal besser als so eine App, wie ich schon vorgeschlagen hatte, weil man dann einfach auch mal so ganz viele Klebedinger und Markierungen reinmachen kann. Ich mag das überhaupt nicht, in Bücher reinzumalen, deswegen ja, mache ich immer so Verweise hier unten rein mit Sticky Notes, aber ja, an sich ist es sehr hilfreich. Ich habe auch das Gebet, was ich immer am Anfang bete, ausgedruckt und in die Bibel gelegt an den Tag, an dem ich gerade oder für den nächsten Tag schon ja, ihr wisst, was ich meine, sodass ich nicht immer das suchen muss. Das wäre vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, aber sonst, ja, beende ich jetzt einfach. Ich habe jetzt schon 13 Minuten geredet. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Einführung machen und erklären. Aber ich glaube, das ist ein bisschen notwendig, ein paar Informationen hier zu sammeln und euch einfach kurz zu erklären, was das Ganze hier soll. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass ihr euch auch daran traut, mal die Bibel komplett durchzulesen. Ich finde es einfach total sinnvoll, das mal zu kennen. Also ich habe es noch nie ganz durchgeschafft. Und das ist einfach so das Ziel, was dahinter steht, dass man für sich selber einfach mehr über die Geschichte hinter Gott, hinter Jesus und hinter dem Glauben weiß. Und dass man auch einfach mit anderen dann auf einem anderen Niveau drüber sprechen kann. Es ist immer mal wieder witzig, wie das dann passiert, dass gerade das, worüber man gelesen hat, dann entweder sehr gut zu dem passt, was man gerade halt so in Gedanken hat, oder dass bestimmte Passagen später am Tag nochmal aufgegriffen werden. Also da gibt es immer mal wieder ganz nette Überraschungen. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen. So. Schlusswort. Ich bin jetzt fertig. Genießt die Zeit, euch durch die Bibel zu lesen, und ihr könnt dann gleich hier mit der ersten Episode anfangen, die ist hier verlinkt. Und
Ja, ich werde es auch in eine Playlist reintun, dass man nicht immer rumspringen muss, wenn man sich das komplett durchhören möchte. Genau. Also dann. Abonnieren ist auch nicht schlecht, wenn ihr jeden Tag sofort eine Benachrichtigung bekommen wollt. Dann müsst ihr auch die Benachrichtigung aktivieren, dass ihr das nämlich auch nicht vergesst. Halt wirklich das jeden Tag zu machen. Also YouTube hat da schon ganz gute Tools. Gut. Dann hätten wir wirklich alles geklärt. Tschüss.